Danke. Hallo und herzlich willkommen bei Objektiv mit Anja und Julian. Ja, wir haben heute unsere erste Live-Sendung, Anja, und sind dementsprechend aufgeregt. Wir haben uns in den letzten Wochen überlegt, wie wir diese Sendung gestalten können und haben zu verschiedenen Themen recherchiert und Beiträge erstellt, die wir euch im Laufe der Sendung vorstellen werden. Ja, Anja, was noch? Ja, außerdem haben wir für euch einen kleinen Do-it-yourself-Tipp für zu Hause und wir haben musikalische Unterstützung, nämlich von The Rhodes, die wir euch auch jetzt direkt präsentieren werden mit ihrem Hit, mit ihrem Song, Forked Tongue. Los geht's, Jungs. Yes. All right, man, I listen them no more. Can I chat, chat them out too much? Louder, louder. Primo Canera. Some of them open their mouth and I just spit plastic. As many words in a second as bullets are pharmatic. Them broad like them are the brightest, just like Mr. Bombastic. Get behind the truth, them still are funny like slapstick. Far from reality, them stick to them tactics. Turn the truth upside down like acrobatics. Them tell stories like grandpa at the chimney when it crack ticks. Nobody not care for them dramatics. Cause them a sell out like Venna when the season done. Get you and take me for fool. Wrong them a wrong. Them far from reality like Superman. And them say talk them a talk with them. Fuck tongue. Them sell out like Venna when the season done. Get you and take me for fool. Cause wrong them a wrong. Them far from reality like Superman. Talk them a talk with them. Fuck tongue. Ballende. Doch ich strebe dagegen, auch wenn ich den Regenwald schände. Leg meine Hände über den Kopf, starr auf den Zettel und denke an die Worte, die Sätze, die sie uns prophezeien. Sie meinen, das Leben auf Erden sei nur eine Probezeit. Und im Namen Gottes sind wir alle längst den Tod geweiht. Ich frag mich, sind wir schon so weit? Kann man sich nur so befreien? Denn ich möchte nicht so sein. Nein, ich möchte nicht so sein. Wie sie sind, taub, dumm, blind. Laufen sie durch dieses Labyrinth. Erzählen Geschichten, noch hör nicht, was sie am Labern sind. Die Laber mit, mit der nicht ertragbar ist. Ich seh das ganze Elend auf Erden und frage mich, wo unser Vater ist. Them sell out like Vendor when it's season. Them at them can't take me for fool. Run them a run. Them far from reality like Superman. Talk them a talk with them for tongue. Them sell out like Vendor when it's season. Them at them can't take me for fool. Run them a run. Them far from reality like Superman. Talk them a talk with them for tongue. Some of them change them near. Some of them change them age. Some of them change them weird. Some of them change them age. But them can't tell me nothing about them golden kids. It's time for wake up and turn the page. Cause them a sell out like Venna when the season done. Them can't take me for fool. Wrong them a wrong. Them far from reality like Superman. Talk them a talk with them for talk. Them sell out like Venna when the season done. Them can never take me for fool. Cause wrong them a wrong. Them far from reality like Superman. Talk them a talk with them for talk. DJ Tiger Tiger. People everywhere. We got to think of Airport City. When the season done and them can't take me for fool. Wrong them a wrong. Them far from reality like Superman. Talk them a talk with them for talk. Them sell out like Venna when the season done. But them can't take me for fool. Wrong them a wrong. Them far from reality like Superman. Talk them a talk with them for talk. Yeah. Ja, vielen Dank schon mal an euch, The Rhodes. Zu den Jungs kommen wir später nochmal. Zunächst haben wir aber ein anderes Thema. Man sieht sie häufig am Straßenrand sitzen. Auch wer sich in Münster ein bisschen auskennt, hat sie bestimmt öfter schon mal gesehen. Menschen, die kein Zuhause haben. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal ein bisschen Kleingeld bei ihnen gelassen. Aber wie lebt sich das so auf der Straße? Das haben wir uns gefragt. Eines unserer Teams ist losgegangen und hat Wolfgang Freitag, einen Wohnungslosen aus Münster, begleitet. Und das schaut ihr euch jetzt mal an. Mit rund 290.000 Einwohnern ist Münster eine gemütliche Stadt. Unter ihnen gibt es jedoch rund 500 Alleinstehende ohne Wohnung. Es trifft vor allem immer mehr ältere Menschen. Einer von ihnen ist Wolfgang Freitag.
Den 63-Jährigen kennt man vielleicht aus der Salzstraße, in der er tagtäglich mit seinem Hund Mackie sitzt und liest. Das macht er bereits seit einigen Jahren und gehört schon fast zum Stadtbild dazu. Aber was war eigentlich davor? Ich bin gelernter Bäcker. Das war eine uralte Bäckerei noch, das wurde immer noch mit Holz geheizt und alles wurde mit der Hand gemacht. Dann kam erst nach dem Gesellenjahr, kam ich, bei meiner Mutter gewohnt auch. Meine Mutter war ein paar Mal verheiratet gewesen. Die hat einen Imbissbruder gehabt, eine Stiefvater. Da habe ich auch gearbeitet bei denen. Auch nie Geld gesehen, natürlich nicht. Und dann bin ich natürlich abgehauen von zu Hause und in München haben sie mich dann immer im Krankenhaus mal erwischt. Und sagen, dadurch kam ich direkt in Erziehungsheim. Du warst mit 8, 9 Mann, warst du dann in einen Saal, dann musstest du also so ein Nachthemd angekriegt und keine Unterhose, nichts. Du wurdest ja auch abgefühlt, ob du da irgendwas mit hattest. Und dann musstest du morgens antreten, abzählen und dann musst du eingeteilt zur Arbeit. Eigentlich wollte ich früher mal Lehrer werden. Das war eigentlich mein Traum. Eine schwierige Kindheit und das Leben auf der Straße ist bestimmt auch nicht einfach. Um überleben zu können, ist er daher auf fremde Hilfe angewiesen. Meistens sitze ich an meiner Stadt. Ich bettel schon seit ich mich verheiratet war, habe ich schon gebettelt. Ich bin ja auch ziemlich bekannt in der Stadt dadurch. Ich habe mittlerweile auch viele Stammkunden, so kann ich das nennen. Wenn ich dann nicht da mal bin, die fragen danach. Wenn ich mal 2 Tage oder 3 Tage nicht da bin, fragen die Leute, wo ist er? Also ich esse morgens beim Frühstück, das mache ich bei Schwester Eveline für 50 Cent. Aber das ist ein offener Treff an der kleinen Semmelskirche. Und mittags bei Eveline auch für 1 Euro. Und durch Mädchen finanzieren mich, man darf ja nur 100 Euro offiziell haben. Ja? Sonst wird das nämlich angerechnet. Und ich habe immer gesagt, ich krieg mehr als 100 Euro habe ich nicht. Hartz IV kriege ich demnächst wieder. Also ich kriege von HDW kriege ich wieder meinen Grundgehalt. Das Haus der Wohnungslosen, kurz HDW, bietet warme Betten in Münster an. Es wurde 1994 von der Bischof-Hermann-Stiftung als Gemeinschaftshaus gegründet. Es richtet sich an Männer ab 18 Jahren, die Hilfe und eine Perspektive benötigen. Mit rund 80 Betten und 2 Mahlzeiten am Tag für maximal 1 Euro können die Bewohner hier Schutz finden. Zu Beginn wird in einem Gespräch geklärt, wer wohin passt und ob weitere Hilfen benötigt werden, wie zum Beispiel psychiatrische oder medizinische Behandlungen. Dann kommen Sozialarbeiter, Krankenschwestern oder sogar Freiwillige zur Unterstützung. Hunde dürfen in der Einrichtung allerdings nicht bleiben. Ganz selten, das ist ganz selten, dass ich mal krank werde. Meine Hüfte, das ist das normal, was und sollte operiert werden. Aber dann, da ich einen Hund habe, dann wird das nicht. Ich kann dich nicht alleine lassen. Das hat so an mich gewöhnt. Ich bin Einzelgänger und ich kann es auch so deswegen begründen, weil dieser Zusammenhalt, den es früher mal gab, nicht mehr da ist. Mir klicke, das bringt nichts mehr heutzutage. Man muss aufpassen, dass man von den anderen zum Beispiel zusammengeschlagen wird und beklaut wird. 2 Jugendliche, so 17, 18 Jahre, die sind zusammengereist und wegen 10 Mark hat den einen anderen erstochen. In Aurich war das. Zurzeit schlafe ich im Schlosspark, im Zelt. Auch mit jungen Jahren ist das mehr Abenteuerlust. Weil wir dann unterwegs waren und dann bei den Festen und bei Schützenfesten und so was alles drum und war, konnte man ja auch allein so erleben. In jungen Jahren. In Alter möchte man das nicht mehr. Nee, ich hätte zwar ohne Hund hätte ich nur eine Wohnung gekriegt, hatte 5 Angebote, aber mit Hund nein. Wie mein Kind. Das ist der Wunsch für mich. Mein größter Wunsch ist erstmal, dass ich ein Zimmer kriege. Mit einem Hund. Das ist mein allergrößter Wunsch. Ja, nach diesem Bericht über Wolfgang Freitag, wenn ihr ihn mal seht, könnt ihr ihn ja ein bisschen unterstützen. Jetzt kommen wir zu unserem Do-it-yourself-Tipp. Anja, was hast du für uns vorbereitet? Ja, also für unsere lieben Hausmänner und Hausfrauen für zu Hause. Wenn ihr mal spontan Lust auf ein bisschen Schokolade habt, zeige ich euch jetzt, wie man einen Mikrowellen-Brownie zubereitet. Das ist auch ganz einfach. Dazu braucht ihr nur ein paar Zutaten, die meisten Leute sowieso zu Hause haben. Und ich fange einfach mal an. Die Zutaten wären... Ich nehme 4 Löffel Mehl. Hau alles erstmal spontan in eine Tasse rein. 4 Löffel Zucker dazu.
Ist auch gar nicht irgendwie kalorienreich oder so. Nein, Quatsch. Dann nehmen wir ein bisschen Kakao. Auf meinem Rezept steht 2 Löffel, aber ich bin ja, es soll ja ein cooler Brownie werden, deswegen nehme ich mal 3. Ganz einfach. Ein Ei. Und dann ein Schlückchen Milch. Und ein ganz kleines bisschen Öl. Also das ist ein super Tipp für zu Hause. Ich hoffe auch, das funktioniert hier. Und wir haben keinen Vorführeffekt. Dann rühren wir das Ganze ein bisschen zusammen. Ich nehme provisorisch eine Gabel, weil viele Leute in unserem Alter haben ja sowieso keinen vernünftigen Rührstab oder sowas zu Hause. Rühren das alles richtig gut durch. Dann gibt das so eine richtig schöne Pampe. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Macht auch super viel Spaß. Julian, sag doch mal was. Ja, du machst das gut, auf jeden Fall. Ja, und wir haben natürlich auch unsere Testesser. Das wird natürlich nachher die Band sein. Mal gucken, was die davon halten. So, jetzt habe ich das ein bisschen durchgerührt. Das ist ganz einfach. Jetzt kommt das ganze Ding für ungefähr 3 Minuten in die Mikrowelle. Ich habe die Mikrowelle nicht ganz so heiß gestellt, aber damit ihr hier auch nicht so doof rumwarten müsst, haben wir natürlich den nächsten Act von unseren Jungs hier. Und zwar heißt der ganz passend Casino Fatale, es geht um Sucht. Apropos Sucht, Schoki macht ja bekanntlich süchtig, ne? Los geht's. Check. DJ, gib mir den Beat. Yeah. Hallo? Die Tontechnik? Tontechnik? Vielleicht nimmst du meine Sonnenbrille ab, dann siehst du auch was. Schön, wie organisiert alles ist. So ist das, wenn man eine Sendung live dreht, da kann auch ab und zu mal ein Fehler passieren. Das erzählt ihr, dass es auch wirklich live ist? Das ist wirklich echt. Sonst hätte das rausgeschrieben. Keine falschen Songs, keine falschen Brownies, alles echt. Voll von päpstlicher Immanenz fällt die Fassade Abstinenz. Es geht um nackte Existenz. Was im Überfluss vorhanden war, ist nun nicht mehr verhandelbar. Karriere aus, wie sie dann die letzte Chance war nicht verwandelbar. Der Gewinn ist nicht ausschüttbar, Aktien nicht wandelbar. Die Kaution ist festgesetzt, doch für dich unbezahlbar. Deine Ziele unerreichbar, das tiefe Loch unausweichbar. Keine Erfahrung deines Lebens ist mit dieser hier vergleichbar. Du bist am Siedepunkt, am Ende, am Zenit, am Break-Even. Es geht nur noch schnell bergab, doch du kannst immer noch nicht fliegen. Sorry. Was passiert denn mit dem Sound? Können wir vielleicht zum nächsten Beitrag wechseln? Yeah, yeah! To the essence of the life. Before you take a drop from the water pipe, you'll find yourself in a box of light. Spine too old to watch your dreams fly by. Next sound here. Yeah, yeah. Die voll an der Tontechnik. Ah, yeah. Du stehst morgens auf und denkst dir, was für eine Scheißwelt. Schläfst auf der Platte, warum? Denn du hast kein Geld. Wie schnell man reinfällt, wie dein Los reinfiel. Automaten, doch das Leben ist kein Spiel. Die Lichter funkeln, die laden dich ein. Du bist einer von denen, die sagen nicht nein. Jetzt fragst du dich, warum ist das alles passiert? Dabei hast du doch am Anfang alles kassiert. Komm aus dir raus, betrachte dich selbst von außen. So viel Potenzial, dennoch betäubst du deinen Glauben. Doch du willst nur raus, zeigen, wer du wirklich bist. Da du weißt, dass die Welt um dich herum wirklich ist. Bring you down to the essence of your life. Before you take a drop from that water pipe, you'll find yourself in a box of light. Spine to a hole to watch your dreams fly by. Bring it down to the essence of your life. Before you take a drop from that water pipe, you'll find yourself in a box of light. Spine to a hole to watch your dreams fly by. Yeah.
Rap ist raw shit und das war der raw shit, den niemand hört hat. Okay, wir hatten ein ganz kleines technisches Problem, das lösen wir aber. Wir hören gleich auch noch mehr von den Rhodes. Zunächst, Julian, die Jungs setzen sich zu uns. Ja, nochmal. Ich kümmere mich um meinen Brownie. Kommen alle zu mir? Oder wer zu mir kommt? Komm ich zu dir. Kommst du zu mir, alles klar. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen an euch Jungs. Stellt euch mal eben vor. Ja, ich bin Colin, Tiger Teil. Ich bin der DJ von den drei Jungs. Oh, ja. Und ja. Ich bin jetzt extra aus Erfurt nach Münster gekommen für diese Geschichte hier und auch am Samstag unsere Sause im Skaters Palace. Ja. Ich gebe einfach mal weiter. Ja, ich bin Marius, aka The Rhodes. Ich komme hier aus Münster. Warum? Ich sag dir, das WLAN-Kabel war kaputt. Was ist denn? Ihr habt einfach zu viele Fans. Die haben den Stream schon mal abgebrochen. Oh mein Gott. Geil, Leute, geil. Soll ich jetzt die Brownies auf den Tisch stellen? Geht's jetzt weiter hier oder was? Oder wo ist jetzt vorbei? Ein hervorragendes Wasser. Ja, sehr lecker. Ihr solltet nur kurz sein, wie ihr heißt. Und dann frage ich euch noch, was euch so geprägt hat und hier und da. Genau, das kommt dann erst noch. Wir sind ja eh nicht mehr offline gewesen, von daher. Ja, ja, von daher. Das ist echt ein Traum, ne? Ja, ich glaub dir, das ist auch ein Problem. Das war nicht das. War nicht das. Geht weiter. Hallo, ich bin Marius. Ja. Mein Name ist Giancarlo, a.k.a. Primo Canera. Und ja, hier. Ja, ich bin Johnny, a.k.a. Respekt, a.k.a. ER Beats. Ja. Ja, für die, die euch nicht kennen, wie würdet ihr eure Musik definieren? Die Frage an Marius. Ja, unsere Musik ist eigentlich dadurch, dass wir auch 3-4 unterschiedliche Leute sind, auch unterschiedlich geprägt. Also meine musikalischen Wurzeln kommen aus Jamaika, also Reggae, Dancehall und so weiter. Bei den beiden Jungs ist es eher Hip-Hop und auch bei Colin. Und jetzt kommt noch ein neuer Einfluss sozusagen dazu und das ist elektronische Musik, Dubstep und so weiter. Und das ist eigentlich alles so ein bisschen mit drin. Ja, und wie habt ihr euch in dieser ungewöhnlichen Konstellation zusammengefunden? Ja, bitte. Ja, das kam durch Zufall. Wir haben uns, wir haben zusammen gearbeitet eigentlich. Und dann hieß es dann, meinte der eine Kollege dann so, ey, dein anderer Kollege, der macht Musik. Ja, dann haben wir uns halt zusammengefunden, bisschen zusammen geredet, irgendwann mal eine Studio-Session gemacht, ja, und dann entstand der erste Song und so ging es dann weiter. Ja, ihr habt mir erzählt im Vorfeld, wie ihr eure Tracks baut. Dazu noch mehr? Ja, genau, also das ist, wie das heute auch oft üblich ist, Musik, die in einem modernen Tonstudio entsteht. Vorwiegend halt digital. Ja, und dann gilt es natürlich irgendwann, das auch umzusetzen in Sachen Live-Performance. Und da gibt es eigentlich auch Live-Performance. Genau. Das war das Stichwort gerade. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also Colin hat es gerade schon mal angesprochen. Wir spielen ja am Samstag zum Beispiel im Skaters Palace. Und da wird das dann ganz ähnlich aussehen wie jetzt, also mit einem DJ in Form von DJ Tiger Teil, aber mit funktionierender Technik dann auch. und uns drei am Mikrofon. Wir haben aber auch schon mal ganz anders gespielt mit ganz vielen Kabeln und elektronischen Geräten, die wir dann, wo wir dann an Knöpfen gedreht haben. Und für die zweite Jahreshälfte ist es geplant, dass wir eine richtige Liveband auch dazu ziehen mit Schlagzeug, Gitarre, Bass und allem, was dazugehört, Keyboards. Daran arbeiten wir jetzt gerade, damit das auch noch ein bisschen interessanter wird.
Aber ihr macht alles selbst, also ihr benutzt keine Samples und ihr macht schon eure Musik komplett alleine. Genau, also wir sind eigentlich richtige Freaks, kann man so sagen. Wir verbringen sehr viel Zeit mit Synthesizern und solchen Sachen und daraus bauen wir dann unsere Sounds. Also wir benutzen keine, wie das auch bei Hip-Hop ganz oft gemacht wird, was ja auch nicht schlecht ist, aber einfach ein anderer Ansatz, Stücke aus Schallplatten oder CDs rauszuschneiden und die dann zu einem Beat zusammenzubauen, sondern wir gehen sozusagen an die Substanz von dem Sound, wie er entsteht und bauen daraus unsere Tracks dann letztendlich. Ja, sehr interessant. Ich habe dann noch eine letzte Frage an euch, um zu unserem Thema, zu dem Beitrag, den wir jetzt senden, zu kommen. Womit habt ihr denn früher gespielt? Das kann Carlo beantworten. Mit Actionfiguren, also Kämpfer. Die gibt es heute nicht. Früher waren die noch so groß. Die konnte man bewegen, jetzt sind die so klein. Aber wir haben mit diesen Actionfiguren gespielt. He-Man und so. Ihr wisst, immer volle Power. Ja. Warum wir diese Frage gestellt haben, es geht nämlich um unseren nächsten Beitrag, den wir euch gleich vorstellen werden. In der Zwischenzeit könnt ihr Jungs ja unseren Brownie probieren. Die weiße Tasse, ich habe natürlich ein paar vorbereitet, muss man auch dazu sagen, weil der Brownie, den wir gerade gemacht haben, der ist natürlich jetzt total heiß. Die Jungs probieren ihn gleich und wir reden ein bisschen über unseren Beitrag, oder? Ja, also heutzutage wird ja gesagt, iPhone, Fernsehen, PlayStation, ja, die Welt der Kinder hat sich total verändert. Ja, der heutige Spielzeugmarkt ist halt geprägt von Tempo, Technik, Informationsflut und alles ist überall und immer verfügbar. Egal im Web und als App. Ich habe als Kind sehr viel Fußball gespielt noch und halt auch, hatte auch meine Fernsehsendungen, so wie Turtles oder Kickers, was ich geschaut habe. Und damals waren auch schon die Spielkonsolen so in ihren Anfängen. Und Anja, wie war das bei dir? Ja, ich habe total gerne im Matsch gespielt, muss ich ja zugeben. Aber auch natürlich ganz viel mit Spielzeug. Und das hat uns auch irgendwie angeregt, mal zu gucken, was man in Münster so machen kann. Wir sind auf Spurensuche gegangen und haben die alten Spielzeuge unserer Kindheit versucht, irgendwie wieder auferleben zu lassen. Und ich bin mit meiner Kollegin Marjan losgezogen. Wir haben zwei super tolle Plätze gefunden, aber das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Hallo Marjan, wie geht es dir? Och, mir geht's richtig gut. Und dir? Mensch, du siehst heute aber gut aus. Du auch. Ja Marjan, da sitzen wir auf dem Spielplatz. Es ist kalt, ist keiner da, nichts los. Dabei kann ich das echt nicht verstehen. Als Kind bin ich bei jedem Wetter rausgerannt, hab gerne auf dem Spielplatz gespielt, gerne geschaukelt. Und bei dir? Ja, ich auch. Klettern, alles, was irgendwie ging. Ne? Aber sag mal, hattest du auch irgendwie so ein Lieblingsspielzeug, womit du besonders gerne gespielt hast? Absolut. Ich habe gerne mit Hula-Hoop-Reifen gespielt. In Münster gefragt, was war euer Lieblingsspielzeug? Lego? Connect 4. Ich glaube, ich hatte auch eine Holzeisenbahn. Lego. Megano. Mit meiner Mama. My computer. I love it so much, I can't live without a phone. Mit allem Möglichen. Alles eigentlich, was man im Wald finden konnte. 45, 46, 47, da war der Krieg gerade zu Ende. Da gab es im Prinzip nichts zu spielen. Da waren wir draußen. When I was a child, there wasn't such thing as games and mobile phones. Wir sind da gar nicht mehr so auf dem Laufenden. Also wir haben uns sehr schwer getan, überhaupt ein Handy zu
uns zuzulegen. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder. Marjan, hör mal. Ein Fuchs schleicht sich morgens um 6 Uhr in den Hühnerstall und ruft: Raus aus den Federn! Okay, ich habe selten so viel gelacht. Wir sitzen hier in der Leseecke des Geschäftshauses Spiel- und Freizeit-Peppinghaus und Anja und ich haben hier uns ein bisschen rumgeschaut und schon zwei Plüschtiere entdeckt mit Glubschaugen und schauen jetzt uns weiter, was es hier gibt. Das ist mein Favorite, der kleine Glubschi. Was auch immer wieder gut ankommt, glaube ich, die gibt es auch schon ewig lange, Barbie. Jetzt gibt es gibt so viele neue Barbies. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt. Also Biene Maya, jeder kennt sie, jeder liebt sie. Ich glaube, ich fliege. Ja, Marjan, gucken wir uns doch noch mal ein bisschen um. Etwas habe ich gefunden, muss ich unbedingt zeigen. Okay. Finde ich richtig cool. Ich fresse dich, du kommst in die Hölle. In die Hölle mit dir. Geh zu deinen Freunden. Ich werde dich so vermissen. Bye bye. Süßer. Sie meint's ernst. Jetzt habt ihr ja riesige 500 Quadratmeter. Was ist das Sortiment? Unser Sortiment ist Spielwaren, Schulranzen, Schreibwaren und eine große ein Buchshop. Gibt es denn irgendwas, was immer wieder verkauft wird, also wirklich so ein Bestseller? Im Moment sind die Trends der neue Furby und Philly für die Mädchen. Die Glubschis von der Firma Thai sind absoluter Trend. Und was ich gehört habe, ihr habt auch einen Geburtstagsclub. Was ist das? Der Geburtstagsclub ist von unserem Verband. Da können sich die Kinder anmelden, bekommen dann einen Brief zum Geburtstag und können sich dann ein Geschenk abholen und bei uns eine Geburtstagskiste einrichten. So, ich sehe hier Mickey Mouse. Ich bin der Meinung, das hier ist Mickey Mouse, aber was das hier ist, wie der Name nochmal war, weiß ich gar nicht. Anja? Marjan, das ist Minnie Mouse. Minnie Mouse ist das weibliche Gegenstück zu Mickey Mouse. Und dann gibt es auch noch Daisy. Leider ist Donald nicht dabei. Aber ich höre schon, du bist nicht ganz so bewandert, was die Mickey Mouse betrifft, obwohl es die ja schon seit ewigen Jahren gibt. Ich würde sagen, wir schulen dich mal ein bisschen und fahren zu Rothenburg. Das stimmt. Da gibt es eine Ausstellung über Mickey Mouse und da möchte ich auch gerne wirklich hin, um die Erinnerung nochmal aufzufrischen. Das finde ich schade. Damit bin ich früher aufgewachsen. Dann würde ich sagen, wir fahren zum Luftschloss an der Rothenburg. Los geht's. Ja, bin gespannt. Freue mich. Im Herbst wird Mickey Mouse 85 Jahre alt. Wieder ein Grund zu feiern. Wir sind jetzt an der Rothenburg am Luftschloss und wollen Marjan eine kleine Mickey Mouse Schulung geben, weil, wie ihr vorhin gesehen habt, wusste sie ja noch nicht mal mehr, wer Minnie Mouse ist. Marjan, wollen wir mal gucken? Absolut, ich freue mich total. Lass mal losgehen. Aber woher kommt diese Begeisterung für Mickey Mouse? Ja, Mickey Mouse ist einfach eine lebensfrohe, positive Erscheinung, sehr liebenswert. Und irgendwann, da war ich noch ganz jung, habe ich mich einfach in Mickey Mouse verliebt und fing an zu sammeln. Und wo kommen die meisten Stücke her? Also das meiste kommt aus USA. Aber wir haben weltweit gesammelt, also Frankreich und England, auch in Deutschland. Münsteraner Flohmarkt hat auch einiges hergegeben, aber das meiste kommt aus USA. Was ist denn hier davon das Älteste, was Sie hier besitzen? Also eins der Ältesten ist in der Vitrine, das ist eine kleine Figur. Mickey reitet auf Pluto. Das ist aus den 30er Jahren und das ist eins der Ältesten. Also Marjan, wenn ich hier so im Luftschloss stehe, dann denke ich mir, irgendwie wäre ich schon gerne wieder Kind. Ja, ich habe eine Idee. Achtung. Ich rufe meine Kindheit an und guck mal, ob ich dann nochmal Kind sein darf. Aber leider nicht. Antwortet keiner. Ich wäre sehr gerne Kind wieder. Ich würde sehr gerne nochmal mit Mickey Mouse spielen können. Aber ich weiß, die Zeit ist vorbei. Aber zuschauen darf man hier jederzeit. Ja. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf
bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Es war einmal vor langer, langer Zeit, vor 32 Jahren, als Mama schwanger war. Sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich... Ja, Wahnsinn, was es alles in Münster so zu sehen gibt. Mir hat ja am besten das Mickey-Maus-Museum gefallen, wegen dieser Sammelleidenschaft. Anja, ich habe gesehen, du hast dich ein bisschen in den Glubschi verguckt. Erzähl uns mal mehr davon. Ja, also in den war ich auf jeden Fall super verliebt, hat man ja gesehen. Den hätte ich auch am liebsten mitgenommen. Ich bereue ein bisschen, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Aber ja, ich fand, Julian, wie du auch, Mickey Maus Museum Rothenburg, Luftschloss, mega cool. Also ich empfehle euch, Leute, fahrt dahin, guckt es euch an. Ist auf jeden Fall sehenswert. Aber wie ihr seht, ich stehe hier mit Tiger Tai und wollt mal gucken, ob der hier wirkliche Skills hat. Du kannst scratchen wirkliche oder was? Skills, natürlich habe ich wirkliche Skills. Also. Zeig ich mal. Ja, soll ich mal ein bisschen scratchen? Bitte. Aber dann probierst du es später auch nochmal ein bisschen. Klar, aus, ja? Klar, ich bin offen für alles. Ja, okay. Ich werde es probieren, aber da wir heute schon sowieso ein paar technische Probleme haben, schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Es läuft immer doch, da ist schon wieder. Siehst du, das haben die jetzt extra gemacht. Okay, zeig also mir, was du kannst. Ich muss dir erzählen, das läuft zwar alles noch über Vinyl, über das gute alte Vinyl. Kenne ich. Aber digital trotzdem immer noch über den Laptop, wo quasi die ganzen Tracks eingespielt werden. Ja. Und du siehst hier quasi den linken Plattenspieler, das ist der. Und der rechte, das ist der hier. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das einfangen kann oder so. Vielleicht mal hier auf dem die Display. Die können alles hier. Ja. Ja. Das wäre schön. Naja, wir probieren das einfach mal, okay. Würde ich sagen. Musst du mich aber auf die Seite lassen. Ich schalte das Mikro. Ja, genau. Also ich mach's erstmal ohne Beat. Ja, das ist... Moment. So, jetzt haben wir wieder das Problem, genau wie vorher. Nee, doch nicht. Achso, der muss erstmal auf On drücken. Und du hast jetzt, wenn du den Beat laufen lässt... Ich muss mal ganz kurz was schauen hier. Irgendwas stimmt hier gerade nicht, aber das ist ja das, was wir gesagt haben, live. So, jetzt habe ich da Nadel. Einmal mit der Nadel geknutscht. Ja, dann klappt das meistens immer. Du hast jetzt halt hier die ganzen Sachen, die man scratchen kann, die laufen jetzt durch. TikTok, you don't stop to the tick tick and you don't quit. Hit it! Oh, what? Und durch dieses Schließen, Auf- und Zumachen von dem Crossfader machst du halt den, unterbrichst du halt den Ton und machst die Scratches. Mit Beat geht das Ganze auch nochmal. Ich muss das, glaube ich, gleich mit Beat machen. Ja, du machst es ohne Beat. Okay, wow, wow. Das mit rum? Ja. Okay. Was darf ich tun? Ja, du machst erstmal den Plattenspieler an. Machen wir es mal ohne Beat. Wir versuchen es mal ohne Beat. Ohne Beat, genau. Und du holst jetzt den Ton raus. Hier zum Beispiel. Ja. Das ist ja die linke Seite. Wenn du den machen willst, probier einfach mal so zu machen. Okay, komm, das kann ich. Ich kann's. Ja. Okay. Warte. Dein Mikro. So machst du den zu. Jetzt suchst du den Ton raus. So, jetzt stoppst du den hier. Mhm. Halt die Platte mal richtig im Griff fest. So, ja. Und jetzt machst du mal auf. Okay, Leute, ich glaube, das... Okay. Ja, aber ich finde, das ist doch schon mal ein Applaus wert, oder nicht? Yay, DJ!
mach aus. Okay, ich glaube, für mich ist das nichts. Ne? Ich glaube, wir machen mal weiter mit unserer Sendung, aber ja, vielen Dank fürs Zeigen. Es gibt viel zu wenig weibliche DJs. Das könntest du eigentlich mal. Ja, vielleicht sollte ich, vielleicht ja, buche ich dich mal oder so und ja, du schulst mich mal. Genau, ja. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen mit der Sendung weiter. Julian? Ja, nächstes Thema. Vom Spielzeug für Musik-Acts und Kindern kommen wir jetzt zum Spielzeug für Männer und inzwischen ja auch Frauen, Fußball. Ich bin ja persönlich Fan von Liverpool und Hannover 96, aber seit ich hier in Münster bin, drücke ich auch den Preußen die Daumen. Da haben Reporter von uns, waren beim Spiel von Preußen-Münster gegen Alemannia Aachen, was ein Spiel der Kontraste war. Bei den einen ging es um den Aufstieg in die zweite Liga, bei Preußen-Münster und bei Alemannia Aachen. Die stehen finanziell und sportlich auch nicht so gut da, stehen vor dem Abstieg in die vierte Liga. Und ja, davon zeigen wir euch jetzt einen Bericht. Am vergangenen Samstag trafen Preußen Münster und Alemannia Aachen aufeinander. Zwei Traditionsclubs, deren Situation kaum gegensätzlicher sein könnte. Während die Aachener mit dem Klassenerhalt und der finanziellen Situation zu kämpfen haben, dürfen die Münsteraner Fans von der zweiten Bundesliga träumen. Ich hoffe natürlich, dass die Preußen heute gewinnen, denn der Aufstieg liegt ja nun nahe. Es könnte passieren und das würde mich natürlich als ganz alten Preußen-Fan ausgesprochen freuen, wenn ich das noch mal wieder erleben dürfte. Ich denke schon, dass wir Aufstiegschancen haben und dass wir auch mit dem Spiel einen großen Schritt machen werden. Und die Fans dürfen weiter träumen. Preußen Münster gewann trotz einer schwachen Leistung schlussendlich mit 4:1. Wir haben von hinten langen Bälle geschlagen, was nicht unsere Spielweise ist, wo wir selten so eine Situation haben, dass uns jemand unter Pressing, unter Vorchecken geht und dass wir zurechtkommen. Das war für uns eine neue Situation zu Hause, das haben wir selten gehabt und wir kamen nicht zurecht damit. Komme ich nochmal zu Alemannia Aachen, die haben mit Mann weniger uns theoretisch unter Druck gesetzt. Wir sind wirklich sehr viel gelaufen, so engagiert, da habe ich auch selten eine Mannschaft gesehen. Und war ein schweres Spiel für uns unterm Strich, muss ich aber trotzdem sagen, schlecht gespielt, 4:1 gewonnen, wäre auch jammern auf höherem Niveau, müssen wir das so annehmen, wie das ist. Und jetzt konzentrieren wir auf unser Pokalspiel am Mittwoch gegen Lotte. Für die Alemannia aus Aachen spitzt sich die Situation immer mehr zu. Nach Abzug von 2 Punkten wegen Lizenzbruchs und der Niederlage findet sich der Club auf dem 19. Platz der Tabelle wieder. Moment, dass es natürlich geheißen hat, dass Alemannia Faillissement anfragen musste, war es natürlich eine Belastung. Da sind natürlich immer wieder andere Sachen nach vorne gekommen, oder andere Geschichten gekommen, dass wir nicht mehr im Stadion spielen können. Jetzt haben wieder, sind 2 Punkte abgezogen. Aber wir haben ein Ziel vor Augen und das ist sportlich nicht abzusteigen. Und ja, wir lassen uns nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, aber das bringt alles nicht. Ja, sonst werde ich aufhören und nicht mehr weitermachen. So, wir sind davon überzeugt, dass wir das Ziel erreichen können. Und wenn wir das Ziel erreichen, ist das wahrscheinlich vom Gefühl her ja, wie ein Meistertitel. Ja, Anja, ein weiterer Sieg der Preußen. Ja, jetzt haben wir schon wieder die Sendung am Ende. Ja, was wir auf jeden Fall noch wissen müssen, wie haben euch die Brownies geschmeckt? Ihr hattet ein paar Brownies, wie waren die? Lecker. Wie fandet ihr die Brownies, Jungs? War lecker, auf jeden Fall. Sehr gut. Werde ich zu Hause mal probieren, ne? Guter Tipp für zu Hause, kann man mal machen. Ja, Julian, das war jetzt unsere erste Live-Sendung. Trotz kleiner Differenzen hat es mir super viel Spaß gemacht. Dir auch? Ja, war super.
Ja, wir sind jetzt gleich weg. Noch kurz zur Erinnerung, nicht vergessen, am Samstag, Skaters Palace, die Jungs treten live auf. 5 Euro Eintritt, Leute, kommt da auf jeden Fall hin. Yeah. Und kann ich nur empfehlen, ich werde definitiv da sein. Wir sind jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr hört jetzt einmal noch die Jungs, The Roads, mit ihrem letzten Track heute Abend, From a Distance. Bitte frei. DJ. Yeah. Yeah. Alright. Schaff mal, dass alles läuft. Die Technik ist wieder schick. Yes. Spearship, I take up. You know, watch it from above. You're never under, cause you're standing down there. We're all in the sea, but I'll be strong. And er schwebt ohne euch los. And you won't regret things you've done in life. You will regret things you missed out. And if you're now filled with somebody else agreed, yeah, and you could stay yeah out. Ich bin, was ich bin, nur nicht das, was ich sein will. Egal, was ich erlebe oder was ich mir einbild, erreiche auch nie, was ich eigentlich erreiche. Will mein Leben, meine Ziele, das Traum nur ein. Und es scheint, als würde alles, was andere machen, rundlaufen. Also werd ich meinen Kummer totenraufen, rumlaufen, zum Laufen. Des Alkoholismus und konvertieren, meinen Körper kontaminieren und Drogen konsumieren. Ich schaffe damit meine eigene Traumwelt, eine Traumwelt, in der es sofort auffällt. Wenn ich nicht ändere, wie die Zeiten, wo ich der King bin, sich alle verlassen. Es wird eine Welt, in der ich sage, wo es lang geht, als wär's 33, nicht der Typ, der die rechte Hand hebt. Und laut halt schreit, Millionen stehen hinter mir, egal was ihr mir erzählt, es gibt nichts, was mich hier interessiert, egal wie ihr meinen Shit interpretiert. Hier kommt der Typ, der auf irgendwelchen Pillen agiert, der in Wirklichkeit überhaupt gar keine Drogen nimmt, nur Beats, die mit dreckigem Besten verzogen sind. Yeah. You're never under, you're standing down there. We're all in the sea from yeah this time. Und ihr seht es aus der Ferne. And you won't regret things you've done in life. You will regret things you've missed out. And if you're not filled with somebody else has it with yeah. And you can stay out. They tell you no one's there fighting for you out in the last garrison. Yeah. Pick up your peers and run away. Fugitive, Harrison, take care of yourself. Don't rely on the good Samaritan. He's not gonna pick you up. You better save yourself an embarrassment. Ask for your grievous. No one gives away millions. Control the destiny. Take that 1 minute and may I feel be a real warrior. Keeping to the night like vendetta. Anything you can do, may I go do it better. May I feel be a trendsetter. Kick it like Diego Maradona. Take control of my awareness and wake from the coma. Got no golden ticket like Charlie. No money like Billy. No arms like Arnie. Never no tits like Barbie. No back, a man like the army. I'm alone like Cruiser before Friday. I don't care what you call it, like Wiley. Got yeah no fear, I'm like Fiance. I've climbed the mountain yeah like Heidi. I definitely have to go jump up like the wall of the Chinese. Yeah. Spearship, I take off. You know, watch out from above. You're never yeah under. You're standing down there. Just be all yeah in the scene from a distance. Und er schwebt ohne euch los. At the end, you won't regret things you've done in life. You will regret things you missed out. And if you're not filled with somebody else, a dream, and you'll fit stay out. Yeah. Danke schön. Yeah. Primo Carnera.